So, meine Lieben, jetzt geht es um den Song Through Glass von Stone Sour. Wird das, glaube ich, ausgesprochen? Ich weiß nicht genau. Ist eigentlich ganz leicht. Ich habe den Song auch schon mal vorher gehört, weil den einer meiner Abo, wie nennt man das denn, nicht Abonnenten, sondern jemand, den ich abonniert habe, hat das gecovert. Eine Französin hat das gecovert. Ja, da kann ich den Song noch nicht. Ich habe jetzt meine alte Gitarre genommen, weil ich der Meinung bin, auf einer normal getunten Gitarre passt das irgendwie nicht mit den Griffen. Ich finde, es ist am besten, wenn die einen halben Step down getuned ist. Das klingt dann so. Normalerweise so. Ups, das war ein bisschen verkehrt rum. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied hört. Auf jeden Fall finde ich es besser, wenn die Gitarre runtergetuned ist. Ihr müsst es mal ausprobieren. So, und dann sind es eigentlich nur fast den ganzen Song durch. Die Griffe C, D und E-Moll. Eigentlich den ganzen Song, bis auf die Stelle, wo sie singen, oder wo er singt. And it's the stars, and it's the stars. Stars that shine on you oder so ähnlich. Da ist es dann E-Moll, C, D und nochmal E-Moll, obwohl ich meine, es reicht auch, wenn wir nur E-Moll, C und D spielen, aber da kommen wir nachher zu. So, ansonsten ist es eigentlich immer nur C, D, E-Moll. Das können wir zupfen, das können wir strummen. Im Original wird das, glaube ich, am Anfang kurz gezupft und dann gestrummt. Ich darf das ja jetzt nicht anmachen. Sonst werde ich wieder gesperrt. Deswegen müssen wir da jetzt irgendwie so durchkommen. Wo ist jetzt der Text schon wieder? Also, I'm looking at you. Also, bei den Griffen hier steht D7. Und D7 wäre laut Grafik das hier. Also anstelle von dem normalen D, seitenverkehrt, sage ich immer. So wie, das ist das normale D, sage ich jetzt mal, und dann halt seitenverkehrt. Aber ich finde, mit dem normalen D klingt das besser. Müsst ihr mal ausprobieren. Und dann C, also C eine Länge, D eine Länge und E-Moll doppelt. I'm looking through your glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting alone inside your head. How do you feel? That is the question. I forgot you don't expect an easy answer. Und so weiter und so weiter. Ich hoffe, ihr könnt den Song besser als ich. Ja, wie mache ich denn das? Ups, Entschuldigung. Ich mache down, down, dann up, up, down, down, up, down, up. Dann das D. Down, down, dann up, up, down, down, up, down, up. Und beim E-Moll einfach doppelt. Müsst ihr nicht so machen. Aber was anderes fällt mir nicht ein. Looking through the glass, don't know how much time has passed. God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting alone inside your head. How do you feel? That is the question. I forgot you don't expect an easy answer. When something is like so, it continues. Ja, ich kann den Text nicht. Das sind so ganz viele Wörter, die man da reinstopfen muss. Das muss man sehr schnell sehen. Und dann, wenn das zu Ende ist, kommt nochmal. 'Cause I'm looking through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that na 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 na.
feels like home, sitting alone inside your head. So, es geht eigentlich jetzt die ganze Zeit so weiter, bis wir nachher zu dieser Stelle kommen. And it's the stars that shine for you. Das ist dann E-Moll. And it's the stars, stars that shine for you. Normalerweise steht hier E-Moll, C, D, E-Moll. Aber irgendwie ist es E-Moll, C, D, finde ich. And it's the stars. Obwohl ich ganz ehrlich sein will, das E-Moll passt irgendwie auch nicht. And it's the stars. Das E-Moll. Lasst uns mal. Wartet mal. And it's the stars. Stars shine for you. Es sind genau die gleichen Griffe. C, D, E-Moll. Ich weiß nicht, wieso das hier so komisch steht. Wieso steht da E-Moll am Anfang? Spielt einfach die gleichen Griffe, den ganzen Song durch. And it's the stars, stars that shine for you. And it's the stars, stars that lie to you. Ich würde jetzt sagen, die gleichen Griffe, weil mit E-Moll am Anfang passt es gar nicht. Wie klingt denn das? And it's the stars. Das passt nicht. Oder? Ich schreibe euch die Griffe, die hier stehen, unten in die Infobox und dahinter die Griffe, die ich meine. Ich würde sagen, einfach so weiterspielen wie, also C, D, E-Moll und nicht E-Moll, C, D, E-Moll. Meine Meinung. Ja, das war's schon. Ich habe gerade 20 Minuten oder so versucht. Also ich habe es gestern auch schon mal versucht, diesen Song von Tokyo Hotel zu machen. Rette mich oder so. Boah, ist das schwer. Das ist voll doof. Das fängt irgendwie... Wie war denn das? Ja, wie war denn das? Nee. Ich habe es vergessen. Muss ich mir selber ein Tutorial angucken, weil ich das einfach nicht geschnallt habe. Das war ganz viel mit Tabs und so. Ich glaube, das legen wir ad acta, weil das kriege ich nie hin. Ganz viel so Gezupfe und hier so ganz komische Griffe, die noch nicht meinen Namen haben, offensichtlich. Ich weiß nicht. Das überlasse ich jemand anderem. Also wie gesagt, da gibt es schon ein Tutorial zu, aber... Diejenige, die das requestet hat, guckt sich dieses Tutorial wahrscheinlich eh nicht an. Von daher, Stefanie, halt einfach den Mund.